Ein herzliches Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren aus Frankfurt. Mein Name ist Peter Kolb. Ich betreue die Kunden von Centix und begrüße Sie zu unserer Webkonferenz für das vierte Quartal. Referent ist Patrick Husse. Er ist für das Portfolio-Management und auch für das Risikomanagement bei uns verantwortlich. Wir bedanken uns zuallererst bei Ihnen für Ihr großes Interesse. Wir haben heute einen neuen Teilnehmerrekord zu vermelden und ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich. Ich möchte starten, damit dass wir unsere Homepage zu den Centix-Fonds weiterentwickelt haben, sowohl inhaltlich als auch vom Aufbau her. Ziel ist es, Ihnen einen guten und schnellen Überblick über unsere Ideen, Strategien und Fonds zu ermöglichen. Startseite ist neu gestaltet. Bestimmt interessant, mal hier wieder hin und wieder mal reinzuschauen. Sie sehen neben den Fonds, den wir gerade für besonders attraktiv halten, auch sofort unsere neuesten Analysen. Sie sehen auch, nicht auf dieser Homepage sind, können sich registrieren für unseren Newsletter, damit wir Sie automatisch informieren. Wenn Sie sich für unsere Fonds interessieren, hier auf dem Hauptmenü im oberen Teil finden Sie den Reiter Fonds. Wenn Sie dort draufblicken, zeigen wir Ihnen den Fonds, den Sie interessiert, im Detail und das auch nochmal auf der nächsten Seite dargestellt, nur grob im Überblick. Sie sehen die Fondsattribute, wir kommen über die Fondsattribute zur Performance und im unteren Teil dieser Seite sehen Sie hier auch die aktuelle Positionierung des Fonds. Die Fondsseiten zeigen Ihnen im weiteren Teil die Links zu den Verkaufsunterlagen, wichtige Kennzahlen, Kosten, Stammdaten, Ratings. Und auch wenn ich jetzt hier zwei Seiten draus gemacht habe, steht am Ende auf der Homepage alles untereinander, also alles Wichtige für Sie an einer Stelle. Und mit der nächsten Folie würde ich auch schon gern zu Patrick Husse überleiten. Er wird Ihnen gleich darstellen, dass wir eine Diversifikation liefern, die einzigartig ist. Ja, vielen Dank, Peter. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zum Webinar Update Q4. Information an unsere Anleger, Information aber auch an alle Interessierte, die sich um das Thema Sentiment und Anlegerverhalten das als wichtig erachten. Dafür ist das Webinar bekannt geworden und wir möchten Sie nicht nur über unsere Fonds updaten, sondern wirklich Ihnen auch Hilfestellung geben, was so in dem nächsten Quartal an Chancen, aber auch Risiken lauern. Und de facto wollen wir Ihnen die Möglichkeit offerieren, teilzuhaben an unseren Gedanken, teilzuhaben an unserem Research und auch teilzuhaben, wie wir das Ganze umsetzen. Und wir als Sentiment-Spezialisten, wir werfen jede Woche einen Blick auf das Sentiment und ich habe Ihnen mal drei Highlights, drei Auffälligkeiten aus dem dritten Quartal mitgebracht, was uns quasi in den letzten Monaten beschäftigt hat, was die Märkte maßgeblich beeinträchtigt hat und was natürlich auch die Kapitalmärkte in den nächsten Wochen weiter beschäftigen wird. Hier sehen Sie den amerikanischen Aktienmarkt in blau dargestellt, S&P 500 und darüber gelegt das Sentiment, das schwankt zwischen bullisch und bearish und immer dann, wenn es einen hohen Optimismus gibt, ist dieser Indikator grün eingefärbt mit oberen Wendepunkten, untere Wendepunkte, hoher Pessimismus und dementsprechend die Angst in rot dargestellt. Und der Blick auf das letzte Quartal zeigt, dass wir natürlich ein Intermezzo hatten von Gefühlsschwankungen. Aus dem Pessimismus-Tief noch Anfang Juni haben die Anleger Mut gefasst und sind nahe dem Top dann euphorisch geworden. Ein weiteres Sentiment hoch haben wir dann messen können im September, das letztlich auch ein Resultat war von einem zwischenzeitlichen Abgesang an die Aktienmärkte im Juli, August. Also es waren sehr, sehr starke Stimmungsschwankungen, die man nutzen konnte. Und wie wir diese nutzen und wie wir damit umgehen, möchte ich Ihnen dann auch mal praxisnah zeigen. Und zwar, wenn wir uns den Risk Return M anschauen, der Risk Return M ist ein Mischfonds, der sämtliche Assetklassen aktiv umsetzt und hier habe ich jetzt die Aktienseite mal mitgebracht, da sehen Sie in blau den Aktienmarkt. Wir waren quasi durch das Sentiment-Kaufsignal Ende Mai, Anfang Juni sehr offensiv positioniert,
haben aber über den Hochsommer hinweg sehr, sehr problematische Sentimentsignale bekommen, aber auch die Last der Konjunkturverschlechterung weiter gespürt, sodass wir nicht nur unser Research nach außen so kommuniziert haben. Sie sehen hier einen Bericht von Institutional Money am 23. Juli. Sensix halbiert die Aktienquote. Wir tun das dann auch in den Fonds sehr, sehr akzentuiert von 65 auf 25% und können dann solch einen Abschwung nicht nur deutlich abfedern, sondern sogar teilweise komplett vermeiden. Risikomanagementprozesse haben dann dazu geführt, dass wir zeitweise dann wieder auch aus dem Markt raus waren. So kann man das Sentiment nutzen, so kann man die Sentiment-Signale systematisch für das eigene Anlegerverhalten ummünzen. Ja, wenn wir auf die letzten Wochen noch blicken, dann stellt sich ja immer die Frage, was hilft mir so weiter, außer dem Sentiment? Und da haben wir über die letzten Jahre auch ein Tool entwickelt, das sich Risikoradar nennt. Und das Risikoradar habe ich jetzt mal in Form einer Tabelle mitgebracht, weil es sehr anschaulich Ihnen zeigt, welche tollen Signale hier in den letzten Wochen und Monaten vorherrschten und die man dann letztlich auch nutzen konnte. Das Risikoradar zeigt nicht immer Hochrisikolagen an. Ich möchte es gerade mal für die Aktienseite zeigen, dass wir beispielsweise im Hochsommer gar nicht mal so hohe Risiken angezeigt bekommen haben, sondern nur über das Sentiment letztlich, aus dem die Aktienmärkte rausgekommen sind. Was aber positiv war, dass durch den Rückgang wir hier schon sehr, sehr positive Bewertungen bekommen haben, das heißt eher Chancen angezeigt bekommen haben. Dementsprechend ist diese Tabelle in grün eingefärbt. Das Schöne an solch einer Risikobetrachtung ist, dass wir das quantitativ systematisch aus unterschiedlichen Teilbereichen zusammenstellen. Also dieser Score von beispielsweise 0,5 oder 0,6 im Plus bedeutet nichts anderes, als dass Subfaktoren wie beispielsweise Positionierung der Anleger gewertet wurden und dementsprechend dann übersetzt werden und vergleichbar sind über verschiedene Märkte und Assetklassen. Sehr, sehr auffällig im dritten Quartal ist aber eine andere Sache. Es blinkt etwas ganz stark in Rot, und zwar einerseits das Gold mit enormen Risiken beladen, Scores von minus 2,1 ganz tief rot, beziehungsweise auch die Rentenseite. Die Rentenseite, die enorme Rückschlagsrisiken signalisiert haben. Und was machen wir daraus? Beispielsweise im Risk Return M. Sie wissen, oder langjährige Verfolger unserer Disziplin wissen, dass wir Edelmetallfreunde sind. Und wir haben im letzten Jahr, als dieses Risikoradar tiefgrün aufgeleuchtet war, unsere Portfolien vollgeladen mit Gold, mit Silber bis zu 25%. Das haben wir in der Zwischenzeit nach diesen Risikosignalen komplett abgebaut. Also eine sehr antizyklische Sichtweise. Und was wir hier auf der Rentenseite sehen, möchte ich Ihnen dann auch nochmal grafisch darlegen, wie wir in dem Risk Return M Mischfonds auch hier die Rentenseite gesteuert haben. Sie sehen auch hier, die Presse hat es aufgegriffen Ende August. Sendix ordert gefährliche Blase am Anleihenmarkt an. Manfred Hübner, unser Chefstratege, hat hier einen sehr, sehr trefflichen Bericht geschrieben, einen Blog formuliert, und den empfehle ich nach wie vor, weil er hat eine Reichweite bis tief ins Jahr 2020 hinein. Wie gesagt, Duration von 4,7 Jahre in der Aufwärtsphase gehabt und dann rechtzeitig hier Risiken begrenzt. Nicht nur die Zinsrisiken abgebaut, sondern sogar auf die Shortseite gewechselt. Ich kenne kaum einen Investor oder kaum einen Asset Manager, der so aktiv Risiken begrenzt und sich das auch traut. Dementsprechend, Sie sehen dann den anschließenden Abriss, den wir dadurch komplett vermeiden konnten. Und das Ganze ist bis am heutigen Rand geblieben. Ich werde hier später noch dazu Stellung nehmen. Also in der Gesamtsumme sehen Sie eine hohe Aktivität, und ein drittes Highlight, das letztlich uns auch ins vierte Quartal beschäftigen wird, ist eine Parallele zum Vorjahr. Und zwar haben wir festgestellt, dass über das dritte Quartal hinweg das Anlegerverhalten unheimlich ähnlich ist zum letzten Jahr. Sie sehen auf dem Chart den Vergleich des strategischen Bias Aktien Deutschland. Also da wird quasi das Vertrauen zu deutschen Aktien gemessen und damit die Kauf- und Verkaufsbereitschaft der Anleger abgetragen. Und
Wenn wir uns die orangene Linie aus dem letzten Jahr anschauen, dann sehen wir, dass die Anleger für das vierte Quartal im letzten Jahr Mut gefasst haben und dann im Endeffekt ja auf dem falschen Fuß erwischt wurden und das Vertrauen dann verloren haben. Jeder erinnert sich an Q4 2018, also ein Desaster. Und die Frage war, kann sich das wiederholen, weil die Anleger auch in diesem Jahr natürlich saisonal wieder die Hoffnung geschöpft haben, es wird besser. Deswegen unser Credo war, einerseits schauen Sie auf den strategischen Buy jetzt, wenn der wieder abknickt, haben wir erneut ein Problem. Und das ist jetzt mal, um das nicht ganz vorwegzunehmen, glücklicherweise nicht der Fall. Der strategische Bias hält sich bis heute stabil oben. Aber es ist halt wichtig, von Woche zu Woche diese Indikation im Auge zu behalten. Wir machen das als Analysten und haben in der Zwischenzeit Modelle entwickelt, die das für uns observieren und auch wöchentlich bewerten. Ja, das waren so ein bisschen die Highlights, die das ganze Geschehen geprägt haben. Uns auch in den letzten ja, Wochen Hilfestellung geleistet haben und stellt sich natürlich jetzt die große Frage, wie geht es weiter? Wie wird Q4 sein? Und wir haben das Thema überschrieben, dieses Webinars Crash oder Host, weil es zeigt das Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Der Contrarian sieht die Chance eines ja, deutlich steigenden Aktienmarktes. Die Konjunkturpessimisten weisen berechtigt natürlich auf die Probleme hin. Warum? Ich habe Ihnen 5 Charts mitgebracht, die zum Nachdenken anregen sollten, die nachdenklich stimmen, weil wir ein enormes Spannungsfeld mittlerweile entwickelt haben zwischen Konjunktur und Aktienmarkt. Sie sehen auf dem folgenden Chart auf der Seite 13 den MSCI-Weltaktienindex. Und der MSCI-Weltaktienindex hat durchaus eine hohe Beziehung entwickelt im Laufe der Zeit zu den Konjunkturerwartungen. Die Konjunkturerwartungen sind in Orange abgetragen. Auch hier wieder eine Einfärbung. Wenn die Konjunkturskepsis überwiegt, dann wird irgendwann mal die Nulllinie durchschritten und negative Werte sind letztlich dann in Rot eingefärbt. In Grün, da haben wir im Endeffekt einen hohen Konjunkturoptimismus, was letztlich für Aktien gut ist. Und Sie sehen, dass ab dem Jahr 2018 etwas passiert ist. Es reißt ab. Wir haben zwischenzeitlich zum Jahresanfang nochmal so eine Erholungsbewegung bekommen mit den steigenden Aktienmärkten. Aber das war nicht von langer Dauer. Wir haben bis zuletzt einen enormen Druck über die Makroseite. Und der Aktienmarkt scheint sich irgendwo an den Hochs festgebissen zu haben. Jeder Anflug von Schwäche setzt sich bislang nicht durch. Und dieses enorme Spannungsfeld hat sich in der Vergangenheit immer entladen. Selbst wir erinnern uns an 2011. Sehr herber Rückschlag, was am Ende des Tages zwar nur eine Haltedauer hatte von einem halben Jahr, aber sehr, sehr schmerzlich war für die Portfolien, aber auch 2015. Allein diese Skepsis damals zum Abschwung in China hatte dazu geführt, dass wir natürlich massiv in die Knie gingen und schauen Sie sich allein im letzten Quartal 2018 die Reaktion des Aktienmarktes an, der dann irgendwann auch diese negativen Botschaften der Makro- und Mikro-Ebene aufgesaugt hat. So, das hält sich bislang und wenn wir den Blick auf die globale Schiene werfen, dann lohnt sich auch mal ein Blick auf die europäische Entwicklung. Die europäische Entwicklung, hier haben wir die Konjunkturerwartungen in Orange dargestellt für Euroland. Eine ähnliche Tendenz seit 2008. Der Indikator befindet sich im Sinkflug. Was aber vielleicht noch bemerkenswerter ist, dass die aktuelle Lage, die lange Zeit noch gut war, also Sie sehen, dass sich im Endeffekt die graue Linie sehr, sehr lange im oberen Bereich gehalten hat, natürlich im Sinkflug den Erwartungen hinterhereilt. Und das Besondere ist, dass die Aktienmarktentwicklung, die wir im Jahr 2019 gesehen haben, ganz und gar nicht von der Bewertung der aktuellen Lage getragen wird. Der Zinsmarkt, der hat bislang genau das gemacht, was natürlich ist. Er hat davon Pfade aufgenommen. Er setzt letztlich darauf, dass die Notenbanken was tun. Sie haben es auch in der Zwischenzeit schon begonnen. Und de facto bleibt aber dieses Spannungsverhältnis. Man muss sich das bildlich vorstellen wie einen Expander, den man quasi enorm gespannt hat.
Und die Frage ist, gibt es hier jetzt quasi die kalte Dusche, quasi das 1987 des Aktienmarktes, holt diese Konjunkturschwäche den Aktienmarkt ein? Wenn ich sage, ich habe hier fünf Charts, die nachdenklich stimmen, möchte ich Ihnen quasi noch drei weitere zeigen. Zum einen die kreditfinanzierten Aktienkäufe, die sich ja in unbeschreibliche Höhen entwickelt haben und zuletzt eine gewisse Divergenz aufzeigen zum Aktienmarkt. Also hier werden schon Risiken abgebaut. Üblicherweise ist diese Divergenz an solchen Top-Entwicklungen sichtbar. Und wir haben hier eine sehr lange Darstellung seit 1994. Also von daher strukturell Sicherheit, mit Sicherheit auch ein Wermutstropfen. Ja, und wenn wir uns Gedanken machen, wer war so die Highflyer der letzten Aufwärtsbewegung, dann fallen einem sofort natürlich die Amazons und die Netflix dieser Welt ein. Und man sieht eigentlich schön am Nasdaq, dass es auch hier einen gewissen Divergenzprozess gibt. Die steigenden Indizes werden eigentlich nicht mehr von der Marktbreite getragen. Das ist eine Besonderheit, solche Highflyer, die quasi diese Marktbreite ist in den breiteren amerikanischen Indizes sicherlich noch gegeben, aber sicherlich auch ein Warnsignal, dass es hier zumindest mal einen Favoritenwechsel gibt, wenn nicht dann sogar die große Umkehr. Ja, wenn ich quasi das Ganze noch abschließen darf durch einen verhaltensorientierten Indikator, dann möchte ich Ihnen noch den Smart Money Index zeigen, der in der Vergangenheit in den Webinaren immer wieder mal gezeigt wurde. In Orange dargestellt der Smart Money Index, dagegen der amerikanische S&P. Und besonders die Schwäche in 2018 ist bemerkenswert. Die Erholungsbewegung hat nicht dazu geführt bei den Aktienmärkten, dass sich der Smart Money Index in gleichermaßen wieder auch erholt hat. Vielmehr sehen wir, dass eigentlich eine erneute Schwäche angelegt ist. Also in Summe strukturell ein Problem, weil so ein Smart Money Index versucht, das ja, Geld, das in der ersten halben Stunde des Tages gehandelt wird, auszuklammern und eher das Investitionsverhalten über den Tag hinweg zu bewerten. Und das ist im Endeffekt dann auch ein weiteres Warnsignal. Die Frage ist jetzt, die Bären fühlen sich bestätigt und als klares Indiz, dass hier der Markt nicht nur vielleicht zu teuer ist, sondern ein enormes Problem hat. Wir müssen das Ganze bewerten und schauen eigentlich drauf, das Ganze ist jetzt bekannt, aber wie kann es weitergehen? Kann das Gummiband letztlich auch auf die andere Seite nach oben schwingen? Und da dürfte natürlich die Konjunktur selbst erstmal das Zünglein an der Waage sein. Nicht nur aus politischen Motiven, wie geht es weiter bei Trump und China, wie geht es weiter beim Brexit. Die Notenbanken haben in der Zwischenzeit agiert, sie haben Maßnahmen eingeleitet und wir sehen auch gewisse Tendenzen, die Mut machen. Ich habe jetzt auch hier fünf Charts, die durchaus Kursfantasie erzeugen. Beispielsweise das Geldmengenwachstum in grün dargestellt. Das hat bereits gedreht und das Geldmengenwachstum, wenn man das den Konjunkturerwartungen gegenüberstellt, dann hat es in der Regel einen gewissen Vorlauf. Erst kommt quasi der monetäre Impuls und dann kommen die Konjunkturerwartungen und dann kommt der Markt. Also dementsprechend ist das ein Hoffnungsschimmer. Das sehen wir nicht nur für Euroland, das sehen wir auch in den USA. Dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, jetzt beschäftigen sich die Anleger mit der Konjunkturschwäche, jetzt ist es quasi in den Köpfen drin und ein Dreh ist potenziell angelegt. Was in die gleiche Richtung zeigt, ist der Surprise Index. Ich habe Ihnen hier den Surprise Index für die USA dargestellt. Ich könnte ihn aber auch für Japan oder für Euroland darstellen. Die Aussage ist die gleiche. Was macht dieser Surprise Index? Er misst letztlich die Überraschungen. Wenn Konjunkturdaten kommen, sind sie besser oder schlechter als erwartet und bildet dann quasi einen Gesamtwert. Und in den letzten Wochen kamen beispielsweise für die USA, aber auch für die übrigen Weltmärkte und Weltregionen eher positive Überraschungen und die Konjunkturerwartungen. Jüngst auch beim Sinex Konjunkturindex Anfang Oktober immer noch im Moll. Das heißt,
Hier gibt es genau dieses Spannungsverhältnis und eine realistische Chance, dass das nach oben geht. Also von daher, jedes Entspannungssignal sollte man ernst nehmen und nicht beiseite drücken. Man sollte den Konjunkturpessimismus, der über 2018 und Anfang 2019 durchaus berechtigt war, nicht ja, trendförmig nach vorne fortschreiben. Was ein weiteres Indiz ist, dass es eigentlich konjunkturell bergauf gehen sollte, zeigt dieser Indikator, der sich aus unseren Konjunkturindizes speist. Und zwar machen wir hier einen Kunstgriff. Wir nehmen die Konjunkturerwartungen und ziehen die Bewertung der aktuellen Lage ab. Daraus ergibt sich ein Saldo und der Saldo, wenn der steigt, hat es eine diametrale Auswirkung auf die Zinskurve. Die Zinskurve hier dargestellt für Euroland 10-Jährige minus 2-Jährige. Das heißt, wenn die blaue Linie nach unten fällt, ist die Zinskurve sehr schwach. Die Differenz zwischen 2-Jährigen und 10-Jährigen Anlagen ist mit hier dargestellt 28 Basispunkten ganz, ganz niedrig. Und der Indikator sagt, hier ist eigentlich eine Steilheit angelegt. Das Ganze dreht. Und eine Kurve kann in der Regel nur steil werden, wenn es konjunkturell besser wird. Also von daher ein Indikator, der langfristig sehr, sehr gute Indikationen geliefert hat, zeigt hier nach oben. Das zeigt uns einerseits, gibt uns Informationen über die Konjunkturentwicklung, sagt uns aber auch was über die Zinslandschaft. Wir haben vorhin erwähnt, dass wir sehr, sehr defensiv positioniert sind am Zinsmarkt, ausgelöst über den Risikoradar. Aber wenn wir hier diese Versteilerungstendenz sehen, heißt das Ungemach für Langläufer über die nächsten Wochen und Monate. Das sollte jeder bedenken und dementsprechend in seinen Strategien berücksichtigen. Ja, das Ganze trifft auf eine charttechnische Konstellation, die bemerkenswert ist. Ich habe hier ganz bewusst einen sehr, sehr langfristigen Chart des Stoxx 600 Europa dargestellt, seit 1986 bis am aktuellen Rand. Und wir sehen, dass dieser Index regelmäßig bei rund 400 Indexpunkten seine Hausse beendet hat. So ein langfristiger Widerstand ist bemerkenswert und es ist insofern bemerkenswert, dass dieser Index bislang nicht aufgrund der Konjunkturschwäche, die angezeigt ist, von diesen Höchstständen wegzubringen war. Der Pessimist sagt natürlich, wow, die Fallhöhe ist extrem. Der Optimist sagt, hey, wenn diese Linie durchstoßen wird, welches Potenzial haben wir? Sodass wir sagen müssen, wird dieser Widerstand, wir bezeichnen das sogar als europäischer Sargdeckel, wenn der gelüftet, fällt dieser Widerstand, dann haben wir es mit enormem Potenzial für den Aktienmarkt zu tun. Und das wollten wir Ihnen mit auf den Weg geben, weil im täglichen Klein-Klein schaut man sich vielleicht mal Charts an, die nur einen Ausschnitt zeigen von einem Jahr, 2 oder 5 Jahre, aber es geht um viel, viel mehr. Und wie gesagt, der Expander, das Gummiband, ist mehr als gedehnt. Hier haben wir jetzt abschließend noch den letzten Chart, der Fantasie erzeugen sollte. Das ist nochmal das Sentiment. Ich habe vorhin das Gleiche gezeigt für den US-Aktienmarkt. Hier haben wir es nochmal für den Eurostoxx. Wir sehen auch hier die Schwünge und das Bemerkenswerte jetzt, was Anfang Oktober passiert ist. Wir haben nur ganz, ganz wenig korrigiert. Das waren 4-5% vom Hoch weg. Und sofort hat sich quasi der Anleger wieder eingeigelt, ist sofort wieder in die alten Ängste zurückverfallen. Das ist sehr ungewöhnlich, wenn sich Aktienmärkte am Hoch befinden und sofort solch einen hohen Pessimismus aufbauen. Wir haben das zum Anlass genommen, die Quoten auszubauen und dementsprechend antizyklisch hier wieder die Chance zu nutzen. In Summe müssen wir letztlich feststellen, dass für uns eine gute Chance vorhanden ist, dass sich quasi, dass dieses negative Bild der Konjunktur, das ich anfangs gezeigt habe, zum Positiven kippt. Die strukturellen Daten mahnen sicherlich zur Vorsicht und es könnte sein, dass uns das Ganze dann im Jahr 2020 irgendwann einholt. Aber das ist keine Timingfrage, da blicken wir vielleicht tiefer ins Jahr 2020 und wenn wir sagen, wir müssen die nächsten 3 bis 6 Monate bewerten,
dann heißt es letztlich, dass wir der Chance den Vorzug geben. Was in jedem Fall sein wird, ich habe vorhin von einem gedehnten Gummiband gesprochen, das habe ich hier schon regelmäßig auch als Indikator gebracht. Das war ein Indikator, den wir in den Jahresausblicken mit drin haben und ich habe ihn abgedatet. Ganz, ganz wichtig, die Volatilität ist angestiegen und wird weiter ansteigen. Das ist schon ganz logisch, weil ja, die ökonomische Volatilität letztlich ansteigen wird und dementsprechend dann auch das auf die Märkte Rücksicht hat, Auswirkungen hat. Wir können das mit dem Indikator der Zinskurve sehr trefflich beschreiben. Und zwar sehen Sie in Blau die US-Zinskurve, 10-2-Jährige, die haben wir auf den Kopf gestellt. Das heißt, wenn die blaue Linie nach oben geht, dann wird die Zinskurve flacher. Wir haben ja zuletzt die Inversion der Zinskurve besprochen an den Märkten. Eine sehr, sehr flache Zinskurve, die letztlich Rezessionsgefahren verdeutlichen. Und diese Indikation, dem kann man quasi dem Volatilitätsindex der Aktienmärkte in den USA gegenüberstellen. Und wir haben uns da quasi noch beholfen mit einem Kunstgriff. Wir haben diese Zinskurve als Signalgeber 24 Monate nach vorne versetzt, sodass wir hier quasi aufzeigen können, wenn die Zinskurve flacher wird, invertiert dargestellt, wird strukturell die Volatilität steigen. Und das ist letztlich das Hauptsignal. Das sollten Sie bei alledem überlegen, was Sie künftig tun, weil das Rezept der Vergangenheit ist damals damit passé. Wir haben uns über viele Jahre beholfen, mit passiven Indexmixes zu behelfen. Das war quasi das Rezept der Stunde. Das wird nicht mehr funktionieren. Wir bekommen es im Jahr 2018 und jetzt auch 2019 mit der Rentenseite gezeigt. Wir haben es im letzten Quartal 2018 mit der Aktienseite gezeigt bekommen. Also sprich, Passivität ist nicht das Gebot der Stunde und wir sind quasi und stehen da für einen aktiven Ansatz. Lassen Sie uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen, ohne wiederholen zu wirken. Ich möchte hier nochmal die Highlights unterstreichen. Wir haben das gedehnte Gummiband zwischen Konjunktur und Aktienmarkt. Wir haben ein krasses Sentiment-Kaufsignal nahe den Allzeithochs. Wir haben die Chance, dass der Sargdeckel in Europa gelüftet wird. Und umgekehrt, wenn man das für sich akzeptiert, muss man sich Gedanken machen über die Renten und die Indikation steilerer Zinskurven. Gold bin ich jetzt speziell nicht darauf eingegangen. Es ist für uns konsolidierungsanfällig nach wie vor. Wer da nähere Informationen möchte, kann das gerne von uns bekommen. Wir gehen davon aus, dass es mittelfristig ein solides Investment ist, aber im Moment sind wir hier an der Seitenlinie. Und ganz, ganz wichtig, Passivität wird bestraft, die Vola wird steigen. Das sind so die wesentlichen Punkte, die wir vom Research Ihnen mit auf den Weg geben können. Der Beobachter wird sicherlich dann noch fragen, hey, wie setzt man das Ganze um, wenn ich jetzt fünf Charts gesehen habe, die eine hochproblematische Lage aufzeigen. Andererseits die Chancen, wie setzt man das eigentlich um? Ich kann Ihnen das nur zeigen, wie wir das tun und möchte Ihnen das mal als erstes mal mit einem Schema zeigen. Sie sehen hier eine Darstellung, die auch Einzug gehalten hat in unsere Factsheets, die Einzug gehalten hat auf unsere Homepage, beziehungsweise auch in den wöchentlichen Positionierungsmails, die Bestandsinvestoren regelmäßig bekommen. Wir versuchen Ihnen damit ein Gefühl zu geben, wie unsere Strategie, unsere Positionierung einzustufen ist. Und das Ganze hat einen Neutralpunkt hier in Orange dargestellt. Und von dem orangenen Neutralpunkt, das ist ein gewisser Risikomix, der dem jeweiligen Portfolio zugeordnet ist, kommt dann ein Einfluss, den die Strategie ausübt. Die Strategie, die bewertet Makrofaktoren und auch beispielsweise das Risikoradar. Darauf aufbauend wird dann eine taktische Allokation draufgesetzt. Die taktische Allokation muss nicht gleichgerichtet sein, sie kann von dieser Basis auch gegengerichtet sein, wie aktuell das am Aktienmarkt der Fall ist. Wir sehen beispielsweise, dass wir die strategischen Probleme durchaus mit einer defensiven Strategie beantworten, aber darauf aufbauend, aufsetzend die taktischen Elemente, die beispielsweise das Sentiment,
den strategischen Bias oder den Time Differential, also lauter verhaltensorientierte Indikatoren bewerten, dann im Endeffekt den Investitionsgrad sogar auf eine offensive Endausrichtung hier befördern können. Und damit haben wir natürlich eine enorm schnelle auch Reaktionsfähigkeit, wenn beispielsweise ein Markt abkippt, ein Bias deutliche Probleme anzeigt, dann reagieren diese Modelle und aus einer positiven Ausrichtung kann das schnell dann auch mal eine Defensive oder eine Short-Positionierung werden. Also die Defensivqualitäten bleiben damit gewahrt, aber wir schaffen es natürlich viel, viel schneller und auch deutlich akzentuierter in die Märkte reinzukommen. Schauen wir uns das Ganze auch mal schematisch für die Rentenseite an. Gleiche Vorgehensweise, die Strategie sagt hier defensiv, hier haben wir quasi Probleme angezeigt, Kurvenversteilerung beispielsweise, und die taktischen Modelle setzen hier noch eins drauf. Die gehen oder gingen dann in der Vergangenheit short. Zum 30.09. sehen Sie das noch ausgewiesen. In den letzten 2, 3 Tagen haben wir hier quasi sogar minimal zugekauft, was nichts anderes bedeutet, dass der Short weg ist, aber die Strategie immer noch die defensive Grundhaltung dominiert. Wenn ich das Schema jetzt mal auf die einzelnen Fonds übertragen darf, dann bedeutet das nichts anderes, als dass beim Sendix Fonds Aktien in Deutschland unseren Publikumsfonds, der in deutsche Standardwerte, in die 30 DAX-Werte investiert und damit eine echte Alternative zum passiven DAX-ETF ist, der hat seine Neutralquote bei 100%. Das ist ja genau der Index. Und er steuert ja sein Beta zwischen 0,8 minimal und 1,2 maximal, steuert alleine in Investitionsgraden. Sie sehen, Stand 30.09., dass wir hier quasi bei 110 sind, was letztlich ein Ergebnis ist aus einer Strategie, die leicht defensiv war, und Modelle, die das Sentiment-Kaufsignal nutzen. Ja, das ist die Darstellungsweise, die Ihnen dann praktisch künftig auch zugeleitet wird, entweder über die Positionierungsmail oder über das Factsheet. Ähnlich sieht es dann aus, wenn wir das Ganze übersetzen in ein globales Aktienmandat, das im Endeffekt versucht, als Aktieneinstiegsprodukt die Aktienerträge mit deutlich geringerem Risiko abzubilden. Die haben ihre Neutralquote bei 60% Aktien. Auch hier sehen Sie, dass es hier eine durchaus offensive Positionierung zurzeit gibt. Deutlich mehr Aktien als noch im Vormonat. Auch hier die Flexibilität, dass der Fonds durch die einzelnen Komponenten richtig weit in die Aktienmärkte reinkommt, sogar über Investments darstellt oder wie im August diesen Jahres auch komplett rauskommt. Das ist wirklich ein Riesenvorteil dieser Vorgehensweise. Wir fühlen uns enorm wohl damit und können jetzt auch über die letzten 2 Jahre einen enormen Mehrwert dieser Vorgehensweise aufzeigen. Ja, und Risk Return M, das Schlagwort ist auch diesen Tag, an diesem Webinar schon öfters gefallen, unser Mischfonds global, der eine echte Zinsersatzanlage darstellt. Der allokiert ja in Aktien, Renten, Edelmetalle und auch Währungen. Für die Aktienseite sehen Sie auch hier Neutralquote, offensive Ausrichtung, Hintergrund, die gleiche wie eben schon dargestellt. Und zum 30.09. die Shortquoten, die wir schon nach zum 30.08. letztlich hatten, was letztlich dann auch positiv für die Vorpreisentwicklung dann durchgeschlagen hat. Ja, ich möchte das Ganze jetzt noch abrunden. Wir sind fast am Ende. Bleiben Sie aber noch dabei, weil ich glaube, da sind noch ein paar Highlights dabei. Weil das Ganze, Sie müssen ja sagen, was bringt es mir, wenn ich quasi solche Signalgeber umsetze, wenn ich mit einer solchen Philosophie an die Märkte rangehe. Es bringt einerseits was, wenn man sagt, hier schaue ich mir Zinsalternativen an. Ich habe hier mal 2 Highflyer der letzten Jahre mitgebracht, ob das der JP Morgan Global Macro ist oder der Nordea 1. Wir haben eigentlich hier diese Verbindung, läuft ein Rentenmarkt, dann läuft der Fonds. Läuft aber der Rentenmarkt nicht, dann haben wir halt ein Problem. Jüngst jetzt wieder der Abriss, aber auch 2018 steigende Renditen, die Fonds laufen nicht. Also sprich, es lohnt sich, die Gegenseite einzugehen, und im Endeffekt, das ist unseres Erachtens dann die deutlich bessere Antwort darauf,
wenn Volatilitäten steigen und Passivität bestraft wird. Wenn wir uns aber das Ganze anschauen, nicht gegen Rentenfonds, Rentenmitbewerber, sondern sagen wir, möchten uns da mal wirklich mit den Besten am Markt messen. Absolute Vorzeigeprodukte, Garnet, Flossbach von Storch oder auch Konzept Kaldemorgen, die in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Wir können beispielsweise mit dem Risk-Return-M in diese Liga mitschwimmen. Wir können hier sagen, hier, wir haben eine super Traktion mittlerweile und liefern aber etwas, was all diese anderen Produkte nicht liefern. Wir liefern Diversifikation. Schauen Sie sich mal an, was das vierte Quartal letztes Jahr für all diejenigen gebracht hat, die diese Beta-Komponente zu einzelnen Asset-Klassen haben. Ich glaube, schöner diversifizieren kann man nicht. Ja, und auch unser Sendix Risk Return Index, globaler Aktienmarkt, erfährt quasi eine Renaissance deswegen, weil wir haben die ganze Zeit schon zeigen können, dass wir Alpha-Manager sind, ein ordentliches Alpha produzieren können, ein Alpha gegenüber einem, ja, einer Bezugsgröße. Das war die ganze Zeit der Geldmarkt, aber der Geldmarkt letztlich, der nichts mehr liefert, hat uns dazu bewogen, auch hier diese Neutralquote, den Risikomix anzuheben und dementsprechend zwischen Neutralquote gegen oder unser Alpha gegen diese Neutralquote dann zu produzieren. Und seit 15.04. ist dieser Fonds umgestellt worden und man kann sehen schon, welche enorme Früchte das Ganze trägt. Passivität hätte blau bedeutet, aktives Management letztlich ja diese orangene Linie. Also von der Seite kann man sagen, Investmentansatz greift, das Ganze trägt Früchte. Und wo wir ganz besonders stolz sind, weil der Fonds ist mittlerweile ja schon mehrfach auch ausgezeichnet worden, ist der Sendix Fonds Aktien in Deutschland, der bereits 6 Jahre zeigt, welche Kraft in diesem Ansatz steckt. Wir haben hier ein Konzept entworfen, das quasi die Vorteile eines ETF verbindet mit einer kleinen aktiven Komponente. Ich habe es vorhin erwähnt, diese 80-120 Steuerungsmaß ist das einzigste, die einzigste, einzigste Stellgröße, Stellschraube, die da zum Zuge trifft. Und da muss man schon verdammt viel richtig machen, wenn man dauerhaft hier die passiven ETFs schlagen möchte. Mit einem Tracking Error von 2%, mit einer Korrelation von 99%, kann der Index mittlerweile rund 5% nach Kosten Mehrertrag liefern. Stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen jährlich Ihre Mitteilung von Ihrer Versicherung, wo dann quasi dasteht, was ja, Ihre Versicherung Ihnen als Rente garantiert. Und wenn da nur quasi 1% mehr dastehen würde, was das langfristig für einen Anleger bedeutet. Wir können quasi summa summarum sagen, dass sich auch diese Strategie lohnt und dementsprechend auch für passiv orientierte Anleger einen Mehrwert bringt, dass im Endeffekt Timing funktioniert und letztlich Indexnähe nicht bedeuten muss, dass man quasi den Index Minuskosten bekommt, sondern den gewissen Mehrwert dazu. Ja, das war es im Endeffekt vom Ausblick 2019 für das vierte Quartal. Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit und übergebe das Wort wieder an den Herrn Kolb. Der Herr Kolb, der im Endeffekt bei uns die Zügel in der Hand hält für alle Kundenwünsche. Wenn Sie sagen, das ein oder andere interessiert Sie, da möchten Sie tiefer gehen oder auch eine Strategie näher erläutert haben, dann ist der Peter Kolb der richtige Ansprechpartner. Ja, Patrick, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich finde, du hast überzeugend dargelegt, warum unsere Fonds in den letzten Monaten so einen schönen Grip entwickelt haben. Das darf sich gerne so fortsetzen. Wir werden nun im Nachgang Ihre Fragen beantworten. Die erste Frage, die uns vorliegt, kommt von einer Dame, die fragt, welche Faktoren fließen in das Risikoradar ein? Nun, in das Risikoradar fließen in der Summe 5 Faktoren ein, die wir immer wieder gleich bewerten, über Z-Score normalisieren. Das ist an der ersten Stelle ist es die Positionierung.
Wir nutzen für das Risikoradar das Sentiment. Wir nutzen für das Risikoradar den Abstand von der 100-Tage-Linie, der relative Stärkeindikator RSI und noch unseren eigenen entwickelten Index, den Overconfidence-Index. Also Der Risikoradar erscheint als Publikation einmal im Monat. Interessierte können diesen auch von uns erwerben. Das ist im Endeffekt dann eine Darstellung der Indikatoren mit den wesentlichen Highlights. Und ja, dementsprechend kann jeder der Zuhörer auch an diesen Informationen teilhaben. ja, es sieht so aus, dass derzeit alle Fragen beantwortet sind. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Teilnahme und die Fragen, wünschen Ihnen ein gutes Sentiment an den Märkten und auch eine erfolgreiche Restwoche.